Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, meine lieben Freunde, wir sind im letzten Part stehen geblieben, als ich versucht habe, mal rauszufinden, wie man da an diese verschlossene Tür kommt, ne, die kleine. Ich habe das jetzt auch schon geschafft, die ist jetzt auch schon offen. Ein netter Random hat mir das gezeigt. Ich hätte das wahrscheinlich alleine gar nicht gefunden. Wir gehen da jetzt trotzdem nochmal lang, weil es da noch einen weiteren Weg gibt, den ich nicht kenne, wo ich noch nicht lang gelaufen bin. Also zeige ich euch jetzt erstmal kurz den Weg, den wir gegangen sind. Und zwar ist hier unten, da geht es zum Boss rein. Wir müssen jetzt aber erstmal hier hoch und hier lang bringen. Wir laufen den Weg jetzt einfach einmal kurz ab. Ein bisschen tricky hier mit dem... Oh, verdammt. Ein bisschen tricky mit dem Springen hier. Bis jetzt gab es da auch nur Runen und Schmiedesteine, also keine Asche oder eine goldene Saat oder irgendwas super Tolles. Meine Runen und Schmiedesteine sind an sich ja schon sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier nur einmal rüberspringen. Ach Gott. Das habe ich schon beim ersten Mal, habe ich das, keine Ahnung, 4, 5 Versuche gebraucht, um da rüber zu kommen. Da ist eine so eine blöde Kante rechts, beziehungsweise wenn man davor steht, links, an der man halt hängen bleibt. Hier genau da, wo diese Säule ist. Ah, okay, geschafft. So, dann sind wir hier lang gelaufen. Hier nicht lang. Wobei, was gibt's denn hier eigentlich? Waren wir hier schon? Ah, hier, wir kommen hier zurück. Dann gucken wir uns das kurz nochmal an hier. Wir sind halt nur den direkten Weg zur Dings gelaufen. Zur Eisentür. Okay. Sieht schon wieder nicht so nett aus hier. Das ist auch noch ein Item, was ich nicht habe. Ja, schon mal weg. Was bist du für ein Dude? Du bist wieder so ein etwas stärkerer. Okay, den haben wir easy weggemetzelt. Was hast du? Klumpenfleisch. Okay. Gut, haben wir das auch. Und dann gehen wir jetzt zur Tür. Also hier, das musste man jetzt nicht machen. Dann hier lang. Wie gesagt, hier auf dem ganzen Weg, überall waren mal wieder ein, zwei Leichen, ein paar andere Sachen, wo man halt, oh, das habe ich auch gar nicht mitgenommen. Aber ich habe mich halt nicht so direkt umgeguckt, ich bin hier halt hinterher gelaufen. Ah, hier sind auch wieder Schmiedesteine, genau so. Sowas in der Art war halt die ganze Zeit. So, jetzt sind wir schon hier oben. Hier lag auch überall Stuff rum. Ah, genau, hier, hier. Runen und Schmiedesteine, wie gesagt. Dann sind wir hier lang. Hier waren ein paar Dudes. Aber nichts weiter Weltbewegendes. Ich lasse die jetzt auch erstmal. Was ihr sucht, ist gewiss ganz in der Nähe. Okay. Ja, die interessieren mich jetzt aber gerade nicht. Dann sind wir hier lang. Hier lang. Hopp, hopp. Da aber auch wieder Runen und so. Dann sind wir hier hin. Genau, hier war ich auch noch nicht. Da hinten ist auch noch ein Item. Das holen wir uns gleich. Und hier ist die Tür gewesen. Die habe ich jetzt schon aufgemacht. Ne? Und schwupps, sind wir hier. Also ganz nett, weil, wie gesagt, ein paar Crafting-Materialien. So, und jetzt gucken wir uns das hier noch an. Da rüber springen. Hier unten waren wir ja schon mal. Da drüben sind auch noch meine Runen. Die muss ich auch noch holen. So, was haben wir hier? Wow. Du hast mich jetzt überrascht. Und ein Adernblatt. Okay, ich weiß immer noch nicht, wofür das gut ist.
Können wir da nur wieder irgendwie rüberkommen? Um die Runen zu holen. Das machen wir aber anders. Und zwar haben wir jetzt noch 1385 Runen. Dafür porten wir uns jetzt hier nochmal schnell hin. Ich glaube, das Porten verbraucht Runen, kann das sein? Nee, okay, verbraucht keine Runen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich irgendwo meine Runen wieder eingesammelt habe und dann wieder irgendwo bin, ich auf einmal weniger habe. So. Dann haben wir jetzt 5645. Okay. Dann porten wir uns jetzt hier hin und würde sagen, heute ist Boss-Time. So, als allererstes versuchen wir ihn natürlich wieder alleine. Dann würde ich sagen, gehen wir hier durch. Mighty Dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lowly tarnished. Playing as a lord. I command thee, I am the lord of all that is golden. Alles klar. Ich dachte gerade, okay, er hat 6 Finger, aber er hat nicht nur 6 Finger, er hat auch 5000 Arme. Ach du Scheiße, okay. Godric, der Verfall. Ach, das ist Godric. LOL. Okay, ich werde mal wieder mir ein paar Leutchen rufen. So. Und dann versuchen wir mal. Okay, er kann auch so einen Sturmmist machen. Eieieiei. Meine Spiegelbilder sind, Spiegelbilder, da schon, meine Kameraden sind gleich weg. Okay. Das war schon mal der erste Versuch. Der hat nicht hingehauen. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht ist hier Fernkampfangriff besser. Vielleicht sollten wir die Qualle beschwören. Nochmal. So, Quali mit Qual, Qual. Versuchen wir uns mal Einhand, beziehungsweise Zweihand. Alter. Nein, lass meinen Quali in Ruhe. Oh, okay, da kommt noch einer hinterher. Nein, nicht Quali töten. Nein, Quali ist tot. Oh, jetzt. Schnell. Da hast du. Okay, was ist los mit ihm?
Nee, besiegt haben wir noch nicht. Hat er sich gerade seinen eigenen Arm abgerissen? Truest of dragons. Lend me thy strength. Was zum... Alles klar. Aber sonst geht's dir noch gut, Junge. Wow, was eine Range. Alter. Alter. Okay, Feuer und dieses Sturmmistzeug. Wow. Der ist ja einfach. Nicht. Krass. Alter, reißt er sich seinen eigenen Arm ab und gibt sich da so ein Drachenleichenkopf. Was ist los bei ihm? Alter, weiter. Versuchen wir es mal mit der Qualle. Ich hätte gerne, dass die auf Entfernung ihn angreift. Okay, Ausdauer, 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 keine Ausdauer. Ach komm! Wie oft wird's denn noch zuschlagen? Oh, er ist vergiftet. Nice. Und ich bin tot. Nice. Okay, nicht einfach der Dude. Versuch das jetzt noch ein, zwei Mal. Falls das nicht klappt, schnapp ich mir mal den NPC und beschwöre den noch mit dazu. Und dann sollte es eigentlich machbar sein. Es geht, vom Movement-Set geht der, da ist der nicht ganz so schwer. Die Qualle macht auch guten Schaden, Fernkampfschaden, mit Gift sogar, wusste ich gar nicht. Ich glaube, dass es Gift ist, zumindest tickert da irgendwas runter. Okay. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Okay, das kennen wir schon, da kommt noch ein zweiter Schlag hinterher, genau. Okay, das ist eine Mega-Kombo. Junge, Junge, Junge. Na nein, Quali. Quali qualifiziert sich nicht. Okay, das können wir auch. Oh, Quali geht jetzt drauf, oder? Nee, noch nicht. Na, nicht das, ey. Läuft bei dir. Alter, der verzögert seine Angriffe so krass, dass ich nicht weiß, ob ich rollen soll oder nicht. Und wenn ich dann rolle, ist es zu früh. Okay. Okay, okay, okay. So, noch ein Versuch. Danach holen wir uns den NPC.
Ah, Mist. Oh nein. Hat er den Mist wieder gemacht. So, er ist vergiftet. Nett. Nein, lass meinen Quali in Ruhe. Keine Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nein. Bin voll reingerollt. Nein, Quali. Ja, wieder so verzögert. Letzter Pot, ey. Mist. Okay. Weißt du, dass ich da wieder seinen Arm ab? Okay, das kennen wir schon. Okay, man kann da durchrollen, das ist nice. Oh ja, genau in sein Maul rein. Okay, dann versuchen wir es jetzt mit NPC. Sollte hinhauen, denke ich. Ich meine, ich kriege ihn alleine ja schon runter auf die Hälfte. Kriegerin, genau. Die nehmen wir. Die roten Augen. Du hast so schöne Augen. Auf geht's. Ach, hör doch auf. Hier müssen wir weg. Da kommt nämlich noch eine Welle. Genau. Okay, das könnte ein Crit werden. Sehr schön. Oh, noch ein Crit? Nee. Schade, ich dachte. Ah, Mist. Habe ich viel eingeschätzt. Er hat sich gerade schon wieder seinen Arm abgerissen. Okay. Dieser Mist, ne? Und das ist wieder ein Crit. Okay, wir haben ihn fast. Wir haben ihn fast. Nur heilen. Und tschüss. Yo! Godricks große Rune. Okay. Und Echo der Verpflanzten. Große Rune. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhaltet, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt dies jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welcher heiligen Turm ihr besuchen müsst. Okay, nice. Nice, nice, nice.
Ja, Progress geschaffen. Sehr schön, Gnade berühren. Da hinten geht's auch schon wieder weiter, oder was? Da hinten geht's weiter. Gut. Aber das soll es erstmal an dieser... Alter, wie er den Kopf einfach abgerissen hat. Das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Es ist nämlich schon wieder Ende. Damit sage ich wie immer recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Haut da rein.